Kolbach gibt. Ja. Nein, weil der Bruder, der war einmal, unser Bruder war einmal in Petershausen, war einmal Lehrer. Dann haben wir gesagt, gerade vor 2 Jahren ist Kolbach, ja, wenn das bei Petershausen ist, das sind lauter gescheite Leute, weil der Bruder war ein gescheiter Lehrer. Also, aber nein, wir waren überrascht. Also wirklich, wir sind reingefahren, die haben gesagt, Zapralot. Also das Kolbach, he, da kannst du Petershausen vergessen. Die Scheuer, die ist mal vor, da war beim FCB im Tor. Millionen Krieg hat er doch zeugt und wir zählen alle nach Krierbeut. Jetzt schimmern wir den Pandal und planen schon voll Fantasie, was wir mit seinen Millionen werden. Mei, wir haben den Puren so gern. Passiert, fragen sie einmal ins Ratschen gekommen, gell? Dann habe ich gesagt, Hillary, ich habe dich immer schon bewundert, Hillary. Damals habe ich dich schon bewundert, wie du noch Präsident von Amerika warst. Ich habe gesagt, was, Hillary, bei uns in Deutschland, da ist momentan der Teufel los. Ich habe gesagt, politisch in Bayern eine Katastrophe. Man hat überhaupt keine Feindbilder mehr. Die Feindbilder mehr, die Schwarzen werden auf einmal Grüne, habe ich gesagt, Hillary. Wir wissen überhaupt nicht, wo man sich orientieren soll. Und auch in der Kirche habe ich gesagt, vom Glauben, weil Burgi gerade vom Glauben geredet hat. Ich habe gesagt, Hillary, bei uns in Deutschland, in der katholischen Kirche, da sind sie auf einmal alle pädophil geworden, verstehst du, von Kindern machen und schlafen können und saufen. In der evangelischen Kirche saufen sie auch und lassen sie erwischen. Das ist so eine patente Frau, die wartet jetzt 2-3 Jahre und dann brauchst du bloß zu uns nach Bayern kommen und dann wird sie Verkehrsministerin, oder? Bei uns in Deutschland Katastrophe. Ich habe gesagt, Schiller, Goethe, vergiss es, was passiert bei uns in Deutschland, Grete und Blinde schreiben mir eine Autobiografie, verstehst du? Und wir Deppen lesen den Scheißträger noch, ja? Und ich habe gesagt, kulturell, Hillary, sind wir inzwischen so weit, habe ich gesagt, Hillary, dass ein Mario Bank, habe ich gesagt, Hillary, mit seinen Drecksfrauen feinden in billigen Scheißwitze, habe ich gesagt, Hillary, ein Berlin Olympiastadion vollmacht, habe ich gesagt, Hillary, wo kommen wir denn noch hier, habe ich gesagt, Hillary, Mientras.
praktisch nur mehr ein bisschen Stuhlmusik, und zwar spielen wir was von Mozart, weil der Mozart hat zu unserer Familie eine ganz spezielle Verbindung. Also ihr müsst euch vorstellen, unsere Mutter war ein Mädel mit so 5 Jahren, ist in Salzburg spazieren gegangen. Ist in Salzburg spazieren gegangen, hat hinter der Mozart daher. Hat zu ihr gesagt, sie muss immer Stummmusik machen. Sie hat mich gern. Man muss dazu sagen, dass Mutti im Wahlkampf auch aktiv mitmacht, also bin ich kandidiert. Und zwar ist Mutti die erste Vorsitzende von die Weißen Panther. Also, Mutti, wann du es